Es ist schon 30, wir machen aber trotzdem nochmal kurze, also eine ganz kurze Atemübung. Ganz kurze Atemübung, weil ich halte die auch für ziemlich wichtig. Wie aus den letzten Videos, versucht wirklich nur mitzukriegen, wie atme ich überhaupt. Ihr wisst, Bauchatmung, Brustatmung, oberer Bereich, füllen wäre gut. Ne? Nicht forcieren, rumspielen mal ist okay, ne? Nur um einfach wieder die Sache mit dem Gürtel, ne? Um mitzukriegen, dann spannt das. Und wichtiger als euch jetzt anzustrengen, so atmen zu wollen, ist das innere Lächeln. Also dies ist ein unterbewusster Vorgang, das Atmen. Und wenn ihr unterbewusst so langsam immer wieder mitkriegt, wow, das hat sich jetzt richtig angefühlt, mit dem inneren Lächeln zusammen, dann kriegt ihr quasi die Richtung langsam. Das sind ziemlich komplexe Muskeln, die da beteiligt sind. Auch innen drin. Ihr merkt dann, wenn ihr frei atmen könnt oder langsam lernt, dann lösen sich viele Muskeln, muss man gähnen manchmal und so. Deswegen ist das sehr gut. Es baut auch das Atemmuster um auf vollständiger. Deswegen forciert nichts. Das Einzige, was entstehen sollte, einmal diese subtilen kleinen Aha-Erlebnisse, ah, so fühlt sich das richtig an, die Richtung stimmt, mit dem inneren Lächeln zusammen. Ne? Weil dann macht es euch Spaß, ihr lernt es schneller, wirklich schneller als dieses forcierte, ich will das jetzt können. Und wenn ihr dann vollständiger atmet, entsteht automatisch das innere Lächeln, dann seid ihr immer fröhlich. Also zumindest kommt das dann öfter vor. Echt, ist wirklich so. Weil ihr das zusammen gelernt habt. Vollständiger atmen, anstrengungslos, mehr Sauerstoff, mehr Massage im Bauchbereich, bessere Lymph, bessere Durchblutung, bessere Verdauung und so weiter. Und locker. Und eure Körperwahrnehmung wird auch besser. Aber es ist keine Action. Das Dumme ist nur, dieser Weg führt meiner Ansicht nach schneller zu Ergebnissen, ne? Als dieses Actionreiche. Nicht so lange. Also ich kann euch nur empfehlen, euch feste Zeiten zum selber Üben vorzunehmen. Sowas wie diese Atemübung ist gut täglich zu machen. Das Qi-Wecken ist super. Also ich mache das auf jeden Fall schon seit ziemlich vielen Jahren jetzt. Immer morgens mindestens und ab und zu auch einen Tag über. Da ist mehr dran. Also jetzt, ich habe jetzt darüber nachgedacht, dieses vollständige Atmen, wenn man ein Aha-Erlebnis hat bei diesem Down um 15 Uhr oder wann das immer ist, wenn man merkt, so der
Geist lässt nach. Manche Leute trinken dann ihren Kaffee und versuchen das damit wieder zu pushen. Und wenn man einfach mal sagt, oh, erstmal, ich habe das mitgekriegt. Hier, mein Gehirn wird weniger leistungsfähig. Ich probiere mal einfach jetzt so eine Atemübung und dann zu merken, wow, das startet richtig durch. Dann kann man sich das auch abgewöhnen, diese Lethargie-Geschichte. Genug Informationen für heute. Aus der Erleuchtung mache. Mal gucken. Habt einen schönen Sonnabend. Ich hoffe, ihr nehmt was davon mit, was ich hier von mir gebe und vortanze. Ich hoffe, es bringt euch was. Also entgegen zu dem, was kriege ich für die, da, so nicht diese Deal-Geschichte, sondern eher so aus Herzensgeschichte, ich gehe meinen Weg, vermittle, was ich weiß und gehe davon aus, dass ihr auf einem ähnlichen Weg seid und da was anfangen könnt mit. Ja. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Schönen Sonnabend, bis dahin, lasst es euch gut gehen und ungeheuer wichtig, das innere Lächeln.